Shalom Aleichem, täglichen Tanja, Bruchim Abayim, herzlich willkommen, dritten Elul, Schaltjahr. Wir sind in die Mitte von Nigeret HaKodesh, wo der alte Rebbe spricht über Zdaka, über Wohltätigkeit. Diese Wohltätigkeit hat keine Grenze. Sie wird genannt auf dem Namen von Hashem. Beweis, dass Gott existiert, ist Altruismus, ist Güte. Weil das ist Chas der Hashem. Und es steht geschrieben, die Chesed von Hashem ist von dieser Welt bis die nächste Welt. Wir haben gesagt, dass eine von den drei Eigenschaften von Bnei Israel ist Rachmanim, Barmherzigkeit, Gomlech Hasadim, Wohltäter und Baishanim, Schüchtigen. Also das ist eine Eigenschaft von einem guten Mensch, von einem guten Mädel. Wenn man will, prüfen die Charaktereigenschaft von Rivka. Was prüft man? Das ist Wohltäterin, das ist Gütige. Aber Hashem, seine Charakter hat keine Grenze. Und da sagt der Prophet nach dem Tempelzerstörung, Chas der Hashem, steht in Klagelieder, haben wir so gelesen, schön in Tisha B'Av. Chas der Hashem, ki lo yisamnu, ki lo yicholu rachamov. Die Gnade auf dem Ewigen hat nicht aufgehört. Also Hashem wird uns weiter schützen. Wir sind nicht vollständig, wir sind nicht ganz. Wir machen Fehler, wir vermasseln unser Leben, stimmt. Wir sind Menschen. Wenn einer sagt, er ist vollkommen, soll er wie ein Engel, wie Hanoch, soll er gehen in den Himmel. Aber wir müssen hier in dieser Welt bitten um Hashem, hilf uns. Trotz unserer Ecken und Macken und Kanten und Fehler, hilf uns, erweck über uns Wohltätigkeit, Chesed, ohne Grenze, Leuchol und ohne. Und auch wenn ein Mensch gibt, aber Tzedakah, Hashem wird ihm, wie man sagt, lösen von den Problemen. Warum? Ki ben David ba, der Moschiach wird nicht kommen, bis wird er sehen, dass einer dem anderen wirklich hilft und unterstützt, soweit er kann. Schkoyach.